Einen wunderschönen guten Tag oder Abend oder Nacht, je nachdem, wann geguckt wird. So, heute die neue Lucci's Box für August. Wie immer habe ich da noch nicht reingeschaut und nur geöffnet, also habe ich nicht reingeschaut, aber nur geöffnet. Ja, genau. Ich meinte natürlich dementsprechend nur hier geöffnet und dementsprechend noch nicht aufgemacht. Und das bedeutet, ich mache das jetzt mal auf. Ich werde es aber in die andere Richtung halten. Also im Endeffekt in die Kamera, aber so, dass ihr es nicht in der Kamera seht. Kann sein, dass die Kamera gleich ein bisschen rummeckert und mich gleich verschwinden lässt. Okay, das geht. So, ich habe neue Beleuchtung. Das sollte dementsprechend etwas besser gehen als beim letzten Mal. Und dementsprechend schauen wir uns mal das Ganze einfach mal an. Das bedeutet, ich werde dann einfach mal hier was nehmen. Und ich vermute mal, das wird wieder ein T-Shirt, logischerweise. Wie immer meine exklusive XL-Größe. Nur für mich. Ich dünner. Mal und so. Es würde wahrscheinlich bei mir auch reichen. Aber nein, nicht es. Ja. Egal. So. Aber ich habe das immer schön gerne lang. So, es kann sein, dass jetzt ein bisschen mein Kamera spinnt und ich verschwinde. Aber das sehe ich jetzt auch in der Kamera zum ersten Mal. Frage, was ist das jetzt? Ach so, warte mal, das kommt mir, das ist vom Pokémon, ne? Das ist doch dieser. Sehen wir gleich im Heft. Auf jeden Fall ist das T-Shirt Pokémon bezogen. Das gucken wir aber gleich alles zum Schluss. Ich habe wie immer die Plus-Version. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn dann noch? Clash Bandicoot. Bandicoot. Kott. Das sieht nach einem Schlüsselanhänger ab. Ich werde es jetzt nicht ganz auspacken oder ich werde es jetzt gar nicht auspacken. Oder doch? Ja, nee, werde ich nicht. Ich glaube, das ist nicht noch extra. Oder? Ich pack's aus. Das heißt ja Opening und so. Da muss man das doch mal schauen. Okay. Art Schlüsselanhänger. Wem haben wir da? Jetzt habe ich davon überhaupt gar keine Ahnung. Von diesem Clash-Kram. Ich weiß nicht, ob man das so sieht, aber das doch, das sieht man. Wer diese Clash-Geschichte kennt im Endeffekt, der weiß auch wahrscheinlich, wer das ist und was das ist und Dings, ich nicht. Ich pack das mal hier wieder in die Tüte ein hier. Wenn es dann noch geht. Das Plastikteil lasse ich draußen. Dann pack das so ein. So, als nächstes. Dann
Was haben wir hier? Kampagnendeck Chaos, Warhammer, Age of Sigmar. Sammelkartenspiel. Okay. Damit können sicherlich die von Warhammer Fans mehr anfangen wahrscheinlich als ich. Boosterpackung, Sammelspiel. Okay, das ist im Endeffekt so eine Art Brett hier, wenn ich das so richtig sehe. Mit den entsprechenden Kurzregeln. Und halt Kartenpack. Und Booster Pack. Ich kenne da jemanden, der mir bestimmt wahrscheinlich aufklären kann. so. Dann, ach so, das kommt ja auch noch mit dazu wieder. Ich lasse es mal draußen. Dann. Aber noch ein Pack. Kampagne der Zerstörung. Okay, es sind also verschiedene Kampagnendecks. Also das ist Chaos gewesen. Das ist Kampagnenpack. Zerstörung. Wird ähnlich dann drin sein wie halt in diesem. Deshalb lasse ich das auspacken jetzt mal. Dann. Was haben wir hier noch? Was ist das? Ein Poster. The Witcher Poster. Das lasse ich jetzt tatsächlich mal eine Rolle drin, weil, wie ihr wisst, Poster bekommt man nicht unbedingt wieder so hin, wie man es gerne haben würde. Aber ich sage das anhand des Hefts dann, was das ist. Und wir haben dann noch Marvels Backhandschuhe. Echt jetzt? Jemand, der ganz viel backt wie ich, braucht das. So, jetzt gucke ich mal so ein bisschen mit rein. Center Shock, weil das sind Kleinigkeiten da drin, wie immer solche. Keine Ahnung. Kaugummis oder was auch immer das ist. Das ist Kleinigkeiten, das muss ich jetzt hier reingucken direkt. Sonst kriege ich das nicht gegriffen. So, dann haben wir hier noch Postkarte. Postkarten wie immer dabei. Und es ist tatsächlich schon leer. Okay. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll diesmal. Weil Themenbezug so einigen habe ich nicht. Und dementsprechend gucken wir uns mal an. Das ist jetzt Zufall. Ich mache mal kurz die Box weg. Das ist jetzt Zufall. Ich habe mir heute ja, ich habe mir ja ein T-Shirt heute angezogen, entsprechend. Ich wechsle ja meine T-Shirts dementsprechend, logischerweise, wie jeder andere auch. Aber eben halt die T-Shirts, die ich auch in der Lootsheets-Box habe und hatte. Und ihr seht ja, was ich gerade anhabe. Und das ist jetzt reiner Zufall tatsächlich, dass das jetzt noch als kleines Mini-Poster im Heft ist. Okay. Das war jetzt nicht so ganz geplant und war auch nicht geplant. So.
Genau, der Typ heißt Bobzilla, ne? Auf T-Shirt, den ihr da gesehen habt. Großer Panzer, ein ganzer Lavastrom hat sich hier versteckt. Das erklärt sein schlimmes Sodbrennen. Aha, irgendwo müssen die Feuerbälle herkommen. Zwinker, Smiley. Also das kommt von Pokémon. Das kann ich so erkennen. Das steht hier zwar nicht, aber das ist Pokémon auf jeden Fall. Die Packhandschuhe. Okay, die Witcher. Poster. Ist gut, dass ich es nicht ausgepackt habe. Hier oben. Ich weiß, ich glaube, das Licht blendet. Aber im Endeffekt ist er das im Rücken mit einem Schwert da, also Rückenansicht mit einem Schwert. Ich muss das Licht doch wieder ein bisschen runterdrehen. So, Clash-Geschichte haben wir auch schon gehabt. Kaufspaß, bla bla bla. Ah, okay. Die Plus-Version ist das Kartenpack. Die beiden. Champion Deck Packs Warhammer. Hätte ich mir auch denken können, eigentlich schon fast. Ist die Plus-Geschichte. Hat einen Warenwert von alles zusammen, also von den Packs. Also 2 mal 12,50 €, also 25 Euro. Hat dieses einen Marktpreis. Nicht Warenwert, Marktpreis. Sorry. Ja. Interessant, interessant. Aber hier ist ein Pack, ja, mal gucken. Mal schauen. Vielleicht kann ja jemand, das könnt ihr im Kommentar mal reinschreiben, ob es von diesen Packs, es gibt, also ich habe jetzt Zerstörung und ein Chaos, ob es davon mehr gibt. Eigentlich. Verschiedene Arten. Wobei ich sehe gerade, ja, gibt es. Man muss nur hinten gucken. Vervollständige deine Sammlung. Also es gibt im Endeffekt 4 Packs, so wie es aussieht. Und dann noch halt zusätzliche Booster-Packs, um halt die Armee zu vergrößern. Ja, das ist okay, interessant. Gut, dann würde ich mal sagen, es ist recht kurz gehalten diesmal, 13 Minuten oder 14 gleich. Ja, nicht so ganz mein Themenrichtung geschmackmäßig, aber ich werde ja bald wieder auf Twitch ja auch wieder streamen. Ich bereite mich gerade nur halt auf Änderungen des Kanals vor, weil zukünftig ich mich auf ein Content beziehen werde, auf ein Spiel, und zwar The Elder Scrolls Online, also ESO, werde ich überwiegend auf Twitch dann streamen und da werde ich auch, was habe ich auch schon sehr häufig auch schon gesagt, Giveaways machen und dementsprechend auch zum Beispiel halt diese, was in den Boxen ist, was ich selbst gar nicht nutze oder was vom Thema her für mich nicht zu sammeln sich lohnt oder ne, dass das dementsprechend halt dann auch rausgeht an euch im Endeffekt. Aber dementsprechend nur bei Twitch, liebe Leute. Na, YouTube, vielleicht lasse ich mir noch was in Sachen YouTube noch was einfallen. Da würde ich mal sagen, seid da ein bisschen gespannt vielleicht. Die Videos, die ich online stelle, also jetzt nicht nur dieses, sondern auch wirklich Game-Videos. Vielleicht gibt es ja da auch was. Und wann mal. Einfach mal ein bisschen auf dem aktuellen Stand bleiben. Folgen, abonnieren. Wenn euch gefallen hat und
Wir sehen uns dann auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und danke fürs Zugucken und